Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute wartet ein Ganzkörper-Workout auf dich. 60 Minuten nehmen wir uns Zeit und trainieren in den 60 Minuten einmal Arme, Bauch, Rücken, Beine, Po komplett durch. Wir achten darauf, dass wir sowohl die Muskulatur kräftigen, sodass wir eine tolle Form hinbekommen, und auf der anderen Seite aber genauso natürlich ganz viele Übungen einbauen, wodurch wir die Körperfettverbrennung wirklich maximieren. Wir haben eine tolle Kombination und insofern freue ich mich, dass du dir heute die Zeit nimmst für dich, was für dich tust, was für deine Ziele tust und dich wirklich dafür engagierst. Also schnapp dir deine Matte und dann geht's los. Komm hier auf die Matte, stelle dich mit dem linken Bein stabil hin, die rechte Ferse stellen wir vorne auf, lass die Knie ab, sodass du in einer halben Hocke rauskommst. Und dann zieh gedanklich die rechte Fußspitze hoch. Beuge den Oberkörper etwas nach vorne. Die Wirbelsäule bleibt lang und gerade. Und dann achten wir auf die Dehnung in der Rückseite. Nochmal halten. Und wir wechseln die Seite. Wir stellen die linke Ferse auf. Wir beugen den Oberkörper lang und gerade nach vorne. Und auch hier, wir ziehen die Zehenspitze nach oben, aber nur mit den Gedanken. Und dehnen nochmal die Rückseite. Und lösen. Wir stellen uns hin, bringen die Ellenbogen nach außen. Die Hände sind am Hinterkopf. Wir dehnen sozusagen die Brust, machen uns ganz groß, ganz weit. Kommen dann mit den Ellenbogen zusammen, machen uns ganz klein und öffnen wieder und machen uns ganz groß. Schließen wieder, machen uns ganz klein und nochmal öffnen, weit. Schließen und öffnen, schließen. Bleib noch ein paar Mal dabei. Spür, wie die Schulterblätter sich bewegen, ein bisschen wärmer werden. Öffnen, schließen. Und dann bring die Arme vor den Körper aneinander. Senke dann dein Gesäß tief runter. Das Gewicht geben wir auf die Fersen. Wir achten darauf, dass die Zehenspitzen hochgezogen sind und das Gewicht wirklich ganz nach hinten und unten gegeben wird. Wir stehen wieder auf, kneifen das Gesäß zusammen, kommen dann wieder tief runter, kommen wieder nach oben und wieder Po anspannen. Wieder tief runter, hoch und wieder Po anspannen. Wir machen ein paar Wiederholungen im eigenen Tempo. Wichtig, übertreib es noch nicht mit dem Tempo. Wir machen es zum Aufwärmen der Oberschenkel, deswegen jetzt noch nicht so schnell. Lieber mal reinspüren und auch die Technik ein bisschen verfeinern. Wir gehen nochmal runter, nochmal hoch. Nochmal runter, nochmal hoch, und nochmal runter, nochmal hoch, und nochmal ein paar. Und gut, perfekt. Komm dann in Rückenlage. Wir machen ein bisschen was für den Bauch, gleich zum Warm-up, legen uns ab, die Fußsohlen stellen wir unterhalb vom Gesäß auf, die Hände an den Hinterkopf, wir machen Crunches. Wir heben die Brust vom Boden ab, die Schulterblätter vom Boden nach vorne und oben, spannen den Bauch an, lassen wieder ab, kommen wieder hoch und wieder runter. Mach im eigenen Tempo weiter. Wichtig ist, dass du dich nicht mit den Händen rund nach oben ziehst, wirklich dich greifst sozusagen, sondern wirklich die Brust nach vorne und oben streben lässt. Die Ellenbogen bleiben auseinander und die Brust bleibt weit. Wir machen noch mal ein paar lockere Wiederholungen sozusagen. Das sollte noch nicht jetzt ein maximales Tempo sein. Nummer noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Dann drehen wir uns um in Bauchlage und strecken die Arme nach vorne, die Beine nach hinten. Wir paddeln und die Arme gehen hoch und runter, hoch und runter. Die Beine gehen hoch und runter, hoch und runter. Heb die Oberschenkel und die Arme so hoch du kannst. Und wir schauen, dass wir die Kraft wirklich nur aus dem unteren Rücken holen. Wir paddeln noch ein bisschen weiter. Nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Warm-up geschafft, so kann es weitergehen. Wir starten mit 20 Minuten und 4 Übungen.
Die vier Übungen machen wir im Rhythmus 40 Sekunden belasten, 20 Sekunden Pause. Und wie du es schon mal von mir kennst, manchmal machen wir keine Pause, sondern wechseln in eine Pausenübung. Das heißt, wir machen vier Übungen und dazwischen drei Pausenübungen. Mach dich für ca. 20 Minuten startklar. Welche Übung nacheinander kommt, siehst du immer eingeblendet am Bildschirm, sowie natürlich auch die Zeit. Also nutze deine Trainingszeit und los geht's! Die erste Pausenübung ist die Krabbe. Wir kommen rücklings auf den Boden und entweder du hältst die Position oder wir ziehen Knie für Knie immer nach oben an. Wir machen den Lunge Runner. Wir gehen in einen Ausfallschritt und die Arme bewegen wir wie im Rennen, im Sprinten, damit vor und zurück. Hol die Bewegung aus den Schultern und zu Beginn gibst du auf jeden Fall voll Gas. Wir machen Kniebeugen mit Kickbacks. Einmal in der Kniebeuge ablassen, wieder hochkommen, Kick rechts zurück. Ablassen, Kick links zurück. Achte darauf, dass das Bein lang bleibt und die Ferse wegzieht vom Körper. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Thank you.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Wir machen ein Zwischenspiel. Als nächstes nehmen wir uns 2 Minuten Zeit, um ganz gezielt unsere Körpermitte zu stärken. Wir machen Seitstütz. Einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite. Je Seite 1 Minute halten. Beginne mit der schwersten Version und dann baust du langsam ab, bis du bei der leichtesten angekommen bist. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Wir machen weiter mit dem nächsten Workout. Wir machen 6 Übungen.
Jede Übung 30 Sekunden, ist nicht ganz so lang, dafür gibst du wirklich Vollgas. 10 Sekunden Pause und diesmal 10 Sekunden wirkliche Pause. Deswegen auch hier wirklich Vollgas geben in den 30 Sekunden. Wir machen heute alle Übungen so, dass wir einmal den ganzen Körper durchtrainiert haben, die Beine am Bauch, als auch den Rücken, sowie die Arme, einmal natürlich auch den Po, also wirklich den ganzen Körper einmal durchtrainieren. Gib alles, was du hast, plane ca. 18 bis 20 Minuten ein und los geht's! Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm.
Pause. Atme einen Moment durch. Pause, atme einen Moment durch.
Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Du hast es fast geschafft. Wir powern zum Schluss noch einmal durch. Wir nehmen uns Zeit für eine Minute Mountain Climber. Je nachdem, wie fortgeschritten die Minute ist, wirst du einfach langsamer und endest einfach Schritt für Schritt. Wir machen Pause. Die Zeit siehst du auf dem Bildschirm. Auf geht's zum Cooldown. Durchatmen und wieder runterkommen und startklar machen, um wieder in den Alltag zu gehen. Stell dich auf deine Matte, fester Stand und wir lassen die Arme einfach um uns fliegen. Arme ganz locker sozusagen schwingen von links nach rechts und schwingen, fliegen lassen. Spür, wie die Muskeln gedehnt werden und ganz locker, locker schwingen. Tu dir was Gutes. Reise so weit du magst und so. Ja, so wie es sich gut anfühlt, wie es dir gut tut. Nochmal schwingen und durchatmen. Anspannung rauslassen. Und gut. Perfekt. Wir kommen dann runter in den Fersensitz und vom Fersensitz gehen wir in eine Kindposition. Wir gehen mit den Unterarmen, mit den Handflächen zum Boden vor uns. Und bleiben mit dem Po an den Fersen. Wir lassen die Wirbelsäule ganz lange werden und legen die Stirn am Boden ab. Wenn du dann in der Position bist, komme auf die Fingerspitzen und spüre, wie die Schulterblätter dabei aktiv werden müssen. Bring noch mehr Länge in die Wirbelsäule und geh mit den Fingerspitzen noch ein ganz kleines bisschen weiter nach vor. Zieh dich noch länger. Halte einen Moment und dann löse. Komme langsam wieder nach oben auf und richte dich ganz weit auf. Lass die Brust nach oben streben, die Schulterblätter rollen wir zurück und dann greifen wir erst recht den rechten Arm zurück, dann den linken Arm zurück, den rechten Arm zurück, den linken Arm zurück und das nächste Mal, wenn wir zurückkreisen, bringen wir die rechte Faust in den unteren Rücken, dann die linke Faust in den unteren Rücken. Und so lassen wir die Brust noch mal ein bisschen weiter werden und legen uns mit Anspannung im Rücken noch ein bisschen zurück. Wichtig ist, wir neigen uns aus der Brustwirbelsäule zurück und halten den unteren Rücken unter Spannung. Wir halten die Position für einen Moment, weiten noch mal, schicken die Atmung noch mal in die Brust, um noch mehr Weite zu schaffen. Und dann lösen wir langsam auf. Wir kommen wieder nach vorne, kreisen Arm für Arm wieder zurück und kommen dann in den Sitz mit dem Po auf der Matte. Mach die Beine lang nach vorne und dann richte dich wieder auf. Mit dem Einatmen bringe die Arme lang über den Kopf, zieh dich lang und weit nach oben. Greif mal zum Himmel, rechts und links. Ganz lang.
Und so lange und gerade, wie wir jetzt hier so sitzen, neigen wir uns nach vorne. Wir kippen das Becken nach vorne und versuchen, mit der Brust trotzdem aufgerichtet zu bleiben. Die Brust zeigt nach vorne und oben. Wir lassen die Schulterblätter nicht rund werden. Und wenn wir merken, jetzt werden wir rund, lassen die Arme einfach sinken. Die Wirbelsäule bleibt lang. Einen Moment halten. Du kannst auch noch mal kurz rausgehen und noch mal reingehen. Und dann halten wir noch mal. Und gut, komm langsam wieder zurück. Aufrecht hinsitzen, einmal ausschütteln, einmal auflockern. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, das Workout zu machen. Wenn du Lust hast, bau das Workout jederzeit einfach nochmal ein. Hast du Ideen? Hat dir irgendetwas noch nicht so ganz gefallen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, könnte man noch ein bisschen besser machen? Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du dich bei mir meldest. Einfach eine Nachricht durchschicken. Und ansonsten, lob dich mal selber. Cool, dass du es gerade gemacht hast, durchgezogen hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Workout wiedersehen. Bis dahin!